Moin Moin aus Washington DC. Heute möchte ich mit euch darüber reden, warum Joe Biden sehr wahrscheinlich die Präsidentschaftswahlen gewinnen wird. Er ist der richtige Mann für den historischen Moment. Nach dem Intro nenne ich euch drei Gründe, warum das so ist. Moin Moin, ich bin Knut Detlefsen. Ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, aber jetzt bin ich hier in Washington DC und ich leite das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir stehen hier vor dem Weißen Haus und gar nicht weit weg ist auch das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir halten hier die Verbindung zur amerikanischen Politik und das hier ist mein Logbuch. Schaut doch öfter mal vorbei. Er ist erfahren, versiert und nah bei den Menschen. 1972 wurde er für den Oststaat Delaware hier hinter mir in den Kongress, genauer gesagt in den Senat gewählt. Er war dort Vorsitzender des Justizausschusses, des Auswärtigen Ausschusses und 2008, nachdem er immer wieder gewählt wurde als Senator, wurde er Obamas Running Mate für die Präsidentschaftswahl und diente 8 Jahre seinem Land als Vizepräsident. Das ist verdammt viel politische Erfahrung, die Joe Biden mitbringt. Biden ist Joe. Er ist bekannt im ganzen Land. Er ist beliebt wegen seiner Stärken und trotz seiner Schwächen. Er ist für die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner extrem wählbar. Deswegen hat er die Vorwahlen gewonnen in der Demokratischen Partei. Joe Biden ist ein Pragmatiker. Er löst vielleicht keine Begeisterungswelle bei linken Aktivisten aus. Er hat seine Einstellung zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen über die Jahrzehnte mehrfach geändert. Und mit der Demokratischen Partei ist er in den letzten 4 Jahren nach links gerückt. Weil sich die Gesellschaft verändert hat und weil sie nach mehr Gerechtigkeit verlangt. In einem Land mit 130.000 Corona-Toten, mit 17 Millionen Arbeitslosen erscheint ein besonnener und erfahrener Präsidentschaftskandidat heute wie ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Warum ist das so? Joe Biden verbreitet Vertrauen, wo Trump mit Angst zu gewinnen versucht. Joe Biden spendet Trost, wo Trump Missgunst verbreitet und kein freundliches Wort für die Geschundenen der Gesellschaft hat. Und Joe Biden führt zusammen, wo Trump spaltet. Kurz und gut, Joe Biden ist extrem wählbar. Joe Biden ist es gelungen, in sehr kurzer Zeit die Vorwahlen für sich zu entscheiden. Und das, obwohl es sehr viele andere Kandidatinnen und Kandidaten gab und es ein sehr heißer Vorwahlkampf zumindest für eine gewisse Zeit war. Ihm ist es gelungen, die Wahl klar für sich zu entscheiden und die anderen Bewerberinnen und Bewerber für sich zu gewinnen. Das liegt sicherlich auch an seiner einladenden und zusammenführenden Art. Auch Bernie Sanders steht ganz klar an seiner Seite gegen Trump. Daher gelingt es Biden auch zunehmend, unabhängige Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen und sogar Republikaner, die Trump überdrüssig sind und ihn sogar als Zumutung empfinden. Und deswegen liegt Biden in vielen Swing States momentan vorne. Joe Biden präsentiert sich als der bessere Präsident, der Probleme lösen will und der sich nicht um sich selbst dreht wie Donald Trump. Der dritte Grund, der für Biden spricht, ist, dass er im Wahlkampf strategische Geduld hat und wie ein Deich in der Brandung ist. Biden setzt ganz klar auf seine Stärken und führt einen ganz ruhigen Wahlkampf. Er setzt darauf, ein Anti-Trump zu sein. Wie ein Deich in der Brandung lässt er alle Angriffe von Trump an sich ablaufen. Er lässt sich nicht provozieren. Alle Vorwürfe prallen an ihm ab. Biden macht Wahlkampf und Politik mit Verantwortung. Er hört auf Experten. Er nimmt die Fakten ernst. Er macht keinen Straßenwahlkampf und auch keine Massenveranstaltung. Und deswegen zeigt sich Biden ohne Mühe als bessere Alternative. Er zeigt Empathie. Und es ist so simpel, er trägt eine Maske bei öffentlichen Auftritten. Trump dagegen sieht schlecht aus.
in der Krise und die Abstimmung wird zunehmend eine Abstimmung über seine Person. Alles in allem sieht es gut aus für Joe Biden. Und vielleicht wird er sogar zum Brückenkandidat für eine jüngere Generation. Darüber möchte ich mit euch gerne in der kommenden Woche sprechen. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss aus Washington.